alle zusammen zum Swiss Use TV Kompakt. Das Mal ist nicht der Luca neben mir, sondern die Anna. Ciao Anna. Hoi. Zuerst gerade die Frage, wieso bist du heute neben mir? Also ich bin vom Christoph als Moderator engagiert worden, für im Aussendienst, also auf Events zu moderieren. Also nicht hier im Studio, weil du nicht gerade um die Ecke wohnst, sondern eben für Events außerhalb vom Studio. Genau, ich bin von Zürich, also genauer gesagt von Unterlunkhofen, und dann ist halt der Weg ins Studio doch relativ lang. Wie bist du auf uns aufmerksam geworden? Ich denke, in Zürich schaut man nicht so häufig wie Swiss TV wie hier in Solothurn. Der Christoph hat mich darauf aufmerksam gemacht, also hat mir beziehungsweise geschrieben. Und ja, dann hat mich das sehr interessiert. Wir haben uns mal getroffen und jetzt bin ich da. Also er hat dich einfach gefragt, mach doch mit bei uns im Fernsehen, und er hat gesagt, ja, ja, gute Idee, machen wir. Genau, also ich wollte eigentlich schon vorher mal so im Moderationsbereich genau kommen, beziehungsweise reinschnuppern, und ja, jetzt mal schauen, wie das laufen wird. Jetzt bist du bei uns angekommen, die ersten Minuten in unserem Studio. Wie ist der erste Eindruck? Also ich finde es genial, es ist mega schön, also ich kann gar nicht denken, dass das doch so gross ist, also Respekt. Abgesehen, dass es ein bisschen heiß ist. Das ist natürlich nicht unsere Schuld, muss ich da an dieser Stelle sagen. Was sind deine Erwartungen an uns? Oder besser gesagt an dich? Was willst du erreichen? Also ich wollte mich natürlich da weiterbilden und dann als Moderatorin natürlich bei euch auch können durchstarten. Und dass die Leute das dann auch schauen und dass sie dann auch Gefallen daran haben. Also, das ist mir sehr wichtig. Eben, du hast gesagt Moderatorin. Unsere erste oder wieder mal eine. Wie ist das zu sein in einem Männerteam? Also ich bin mir das von meinem täglichen Job schon gewohnt, als einzige, also mehr oder weniger einzige Frau zu sein. Und, aber ich freue mich auf das. Ich meine, ich brauche doch mal eine Frau im Team. Das ist nett, das ist sehr nett von dir. Das heisst, du bist in einer Branche, die vor allem mit Männern zu tun hast? Ja, also ich arbeite auch in der Filmbranche. Also bin einer Firma, die Filmequipment verkauft im Profibereich. Und das ist halt sehr mannenlastig. Also das sind schon 90% etwa nur Männer. Hobbymässig, du hast ja auch so ein bisschen in der Branche von Film und Technik und Video handeln. Also ich mache momentan die Schauspielschule, Schauspiel- und Gesangsschule. Und dort hast du halt auch mehr oder weniger viel mit diesen Techniksachen zu tun. Also du kommst auch in das rein. Wir drehen zum Teil auch Kurzfilme. Wir haben, also jetzt habe ich nächsten Monat auch noch ein Dreh für eine Filmkomödie, und dann wirst du halt auch wieder konfrontiert mit der Technik, wenn mal etwas nicht läuft. Also du bist nicht schon von Anfang an in dieser Filmbranche drin gewesen, sondern hast ein bisschen auf Umwegen das Ding erreicht, gell? Genau, ich habe die Lehre als Hotelfachfrau abgeschlossen in Zürich, in einem 4-Sterne-Hotel. Aber ich bin schon seit klein angefressen von Film und also die ganze Filmwelt eigentlich. So mit Technik, Kram, kannst du sicher auch aus, eben wegen dem Beruf. Würdest du sagen, ich bin schon fast Spezialistin? Nein, noch nicht. Also ich kenne so die einzelnen Begriffe und ich kann sicher mal hin und wieder da ein bisschen helfen, wenn es ein Problem gibt. Aber so technisch bin ich dann doch noch nicht so stark. Wie sieht es aus im Raum Zürich? Hast du da auch so Angebote wie wir jetzt, wo du hergehen und ein bisschen moderieren? Gibt es das so in diesem Stil wie mir? Ja, ich habe jetzt einfach mal PS-Film kennengelernt. Und ja, die finde ich, also ich finde einfach das allgemeine Projekt, das die auch machen, finde ich super, weil sie sind jung und anstatt dann nur auf Partys zu sein, machen die auch etwas Sinnvolles mal zwischendurch. Du bist bei uns tätig. Was wirst du so für Sendungen machen bei uns? Außer jetzt Events und so? Ja, das würde ich dann sehen, was jetzt kommt. Ich bin eigentlich relativ offen für alles und ja, da würde ich dann sicher mit dem Christoph noch das anschauen. Du bist offen für alles, das heisst Kochsendung. Es war schon immer ein Wunsch gewesen, kann man fast sagen, mal eine Kochsendung zu machen. Wärst du dabei? Ich kann nicht kochen, aber ja, ich wäre dabei. Das wäre die nächste Frage gewesen, ob du kochen kannst. Nein, das kann ich nicht. Also ich kann für mich kochen, aber jetzt so spezielle Menüs nehmen. Also vor allem das Essen nachher, das Spass macht. Eigentlich schon, ja, lieber. Zum Beispiel Lieblingsessen, Spaghetti, ganz einfach, oder? Nein, Pizza. Ja. Noch besser. Das isst ich gern. Da kann ich nicht genug haben. Wenn du privat heim auf dem Sofa hockst, was schaust du für Sendungen? Welche Richtungen? Eigentlich relativ viel. Momentan interessiert mich sehr The Blacklist, die letztes Jahr rausgekommen ist als Serie. Und sonst so
Desperate Housewife und Fußball schaue ich auch gerne mit meinem Freund zusammen. Also ich werde mehr oder weniger ein bisschen gezwungen, aber... Ja, Fußball ist eigentlich vor allem aktuell mit der WM, oder? Ja. Musst du das verfolgen oder willst du es eigentlich auch verfolgen? Nein, WM ist klar, das will ich verfolgen. Also das ist das Highlight vom Jahr, alle vier Jahre oder eben alle zwei. Und sonst Sport in Freizeit, alles Thema oder einfach ab und zu ein bisschen joggen? Fitness, aber sonst momentan nicht gerade viel. Ich habe als Teenie habe ich sehr viel Sport gemacht. Aber es hat sich jetzt gelegt. Du hast gesagt, Desperate Housewives, hast du immer geschaut oder schaust du immer noch? Siehst du dort so eine Vorbildfunktion in einer der Schauspielerinnen? Ja, ich finde Eva Longoria finde ich super. Also als Schauspielerin oder auch so ein bisschen als Person, was man so ein bisschen mitbekommt, ist recht am Boden geblieben. Ist auch sehr eine herzliche Person, so wie man sie kann einschätzen kann. Und das ist schon ein Vorbild, ja. Du hast ja gesagt, du gehst an die Schauspielschule. Dann musst du auch fast so ein Vorbild haben, um dort zu sein. Oder sollst du ändern, dir selber sein? Es ist sicher mal gut, ein Vorbild zu haben, aber schlussendlich muss man ja sich können beweisen und nicht schlussendlich niemandem nachmachen und halt schon originell bleiben. Also man sollte sich selber bleiben. Schauspielerin ist nicht weit entfernt von Moderatorin. Würdest du dir können oder stellst du dir vor, einst im grossen Stil Moderatorin zu irgendwie einer grossen Schweizer Fernsehshow? Wäre das etwas? Du, ich weiss nicht, was mir die Zukunft bringt, aber es wäre sicher etwas Tolles, ja. Aber ich wollte jetzt zuerst da meine Erfahrungen sammeln und ja, da mal meinen Spass haben mit euch. Und wie sieht es beruflich aus? Bleibst du ein bisschen in der Filmbranche oder würde dich noch anders interessieren? Eigentlich interessiert mich schon die Filmbranche. Also ich würde sehr gerne weiterhin auf diesem Gebiet bleiben. Aber es ist halt eben relativ schwer in der Schweiz. Was schaust du so für Sendungen ausser eben so Serien, wo es Moderatoren gibt, wo zum Teil ein bisschen nerven? Gibt es das bei dir? Mir kommt jetzt gerade Huff in den Sinn. Ich weiss jetzt gerade nicht, wie er heisst. Der Danu. Daniel. Ja, genau. Der finde ich super und der sage einfach Tschüss. Ja, amigs finde ich den schon okay, aber das ist einfach, der übertreibt es einmal. Ich kann es übertreiben. Ja, genau. Also der geht einem schon recht auf die Nerven, amigs. Gut, das wäre es schon weit. So weit schon fast eigentlich. Was wirst du jetzt in den nächsten Wochen machen? Wirst du schon deine Sendung anfangen planen oder was wirst du machen? Also in den nächsten 2-3 Wochen bin ich noch relativ ausgebucht wegen der Schule, weil wir noch das Showreel drehen. Aber nachdem werde ich mit dem Christoph sicher zusammenhocken und die erste Sendung machen. Werden wir das Ding starten? Ja. Gut, merci vielmals, bist du mir Antwort gestanden auf jede Frage von mir. Danke dir und ja, wir sehen uns wieder. Ich bin gespannt, was passiert. Und merci an dich, hast du zugeschaut und ich denke noch, du schaust das nächste Mal wieder zu.